Pitchfrog. Willkommen zu einem neuen Pitchfrog-Tutorial. Heute geht es um das Textobjekt. Und entweder gehe ich wieder hier auf Add oder Shift und A und dann füge ich hier einen Text ein. Und hier steht jetzt Text. Und wenn ich das editieren will, dann ist das so wie mit allen anderen Objekten. Ich gehe in den Edit-Modus und kann jetzt hier schreiben. Rücktaste, zum Beispiel Blender. Genau. Die Einstellungen für den Text, die finden sich wieder hier in den Object Data Properties. Das ist hier dieses grüne A. Und da haben wir zuerst die Auflösung. Wenn ich die hier runterstelle, sieht es dann so aus. Original ist standardmäßig, ist glaube ich 12 eingestellt. Dann haben wir hier verschiedene Einstellungen. Ja, wichtig ist auf jeden Fall Fonts. Font. Hier kann ich jetzt eine andere Schriftart einstellen, indem ich hier bei Regular auf den Ordner gehe. Und dann komme ich zu meinem Font-Ordner. Falls der bei euch nicht eingestellt ist, also ich habe jetzt ein Windows-System, dann ist der unter C, Windows, Windows und dann Fonts. Also das ist ja genau dasselbe. Und jetzt kann ich hier mal eine andere Schriftart auswählen, Beispiel diese. Doppelklick. Und dieser Schrift kann ich jetzt auch eine Stärke geben. Das ist ja jetzt ein 2D-Objekt. Also ich kann, wenn ich mal mit der Kamera schaue und auf F12 drücke, kann ich das jetzt schon rendern. Aber Blender ist ja ein 3D-Programm. Und da gibt es jetzt hier unter Geometry Extrude. Und kann ich denen hier eine Stärke geben. Unter Bevel kann ich wieder diese Kanten hier abschrägen. Hier unter Paragraph Alignment kann ich die Ausrichtung des Textes bestimmen. Das heißt, das ist jetzt hier auf Left gestellt. Wenn ich das zum Beispiel Center stelle, dann ist der Text jetzt im Zentrum, also zentriert. Und dann haben wir noch beispielsweise rechtsbündig. Ich lasse das mal kurz auf Center. So, jetzt gehe ich wieder mit dem Tab in den Edit-Modus und schreibe hier mal ein zweites Wort hin. Und kann jetzt hier unter Spacing den Abstand zwischen den Buchstaben einstellen. Und hier unter Charakter Spacing und hier unter Word Spacing, also der Wortabstand, kann ich jetzt den Abstand zu den Wörtern verändern. Und das Ganze kann ich wie immer animieren. Ganzen Werte. Also mache ich mal hier, ich drücke hier I, gehe mit der Timeline weiter. Verändere den Wert, drücke wieder I und dann haben wir hier eine Animation des Word Spacings. Ich kann den Text jetzt ganz normal ein Material geben. Ich gebe den mal einen Emission Shader, stelle das mal ein bisschen höher und schalte mal vielleicht mal eine grüne Schrift ein, so ein bisschen neonartig und gehe mal zu den gerenderten Modus und schalte bei Eevee noch Bloom ein und das ist schon ein interessanter Effekt, den wir da haben. Und kann jetzt hier die Farbe ändern, wie gewohnt. Und kann das jetzt als 3D-Text rendern. Falls ich irgendwie mit dem Text weiterarbeiten will und ich das als Mesh-Objekt brauche, kann ich wieder hier in den Object-Modus gehen, also mit der Tabulator-Taste rausgehen, den Text auswählen und dann Object Convert to Mesh von Curve Surface Text und ich habe hier Geometrie. Jetzt kann ich nicht mehr schreiben, also ich kann jetzt keinen, wenn ich jetzt irgendwas schreibe, dann sind das wieder die normalen Tastenkürzeln, aber ich kann jetzt die Geometrie bearbeiten kann jetzt beispielsweise hier auf die 1 gehen und L drücken, um dieses alles, was damit mit diesem Punkt verbunden ist, auszuwählen und kann das skalieren. Müsste ich natürlich das noch auswählen. L. Ja, das war mal eine kleine Einführung in den Text. In den nächsten beiden Videos zu den Text, wenn ich dann nicht wieder ein anderes Video einschiebe, dann wird es darum gehen, wie man den Text an einer Kurve ausrichtet und wie man so einen Textabspann macht. So, dann war es das erstmal für dieses Video. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Video wieder. Pitchfrog.